Guten Tag, Onkel Erich oder Erich Hinterwälder. Ja, guten Tag, Anja. Ich finde es ganz toll, dass du dich bereit erklärt hast, ein bisschen was aus deiner Kindheit und Jugend zu erzählen. Aber zuerst fangen wir mal an. Wie alt bist du dann? Ich werde dieses Jahr am 31. Januar 85. Alle Achtung, sieht man dir nicht an. Das mag sein. Das ist so, ja. So, und du hast mir ja schon das ein oder andere erzählt. Und als erstes würde mich mal interessieren, wie war das denn mit der Hygiene, also mit Wäsche früher? Wie war das dann? Also ich habe noch drei Brüder und wir haben früher bei den Eltern alle vier in einem Schlafzimmer übernachtet. Und ja, mit der Hygiene, das war so eine Sache. Das war also relativ sehr, sehr einfach. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die Eltern haben dann eine Wanne gefüllt und wir sind dann da drin gewaschen worden. Da haben wir uns reingesetzt und die Mutter hat uns gewaschen, von oben bis unten. Und die Wanne war die im Badezimmer? Die war im Badezimmer gestanden, ja. Und wie so gesagt, da kam einer nach dem anderen rein. Und wie oft war das? Einmal die Woche. Einmal die Woche, ja. Die Eltern hatten ja auch nicht viel Geld, da muss da am Wasser gespart werden. Ja, ja. Naja, aber wenn da so vier dreckige Bube ins Wasser kommen? Naja, dreckig ist übertrieben. Wir haben uns schon jeden Tag selber gewaschen. Ja. Aber einmal in der Woche musste halt gebadet werden. So richtig. Ja, und dann würde mich interessieren, wie war das denn mit der Lebensmittelversorgung? Zum Beispiel, habt ihr einen Garten gehabt oder habt ihr irgendwie, gab es große Einkaufsgeschäfte damals schon in Nassau? Also es war ja nach dem Krieg, es war relativ alles sehr knapp. Und die Eltern hatten einen eigenen Garten im Haus und teilweise haben wir uns selbst verpflegt. Und das war so, bin ich einmal mit meinem Vater nach Kastorf zu Fuß mit dem Handkarren gefahren und haben uns da das Wichtigste geholt, was da drüben angebaut wurde. Kartoffeln, Eier, die hatten ja Hühner und hier und da ein Stück Fleisch, weil jedes Jahr geschlachtet wurde. Ja, da sind wir einen halben Tag unterwegs gewesen bis nach Kastorf und haben dann übernachtet in Kastorf. Meine Mutter stammt nämlich von Kastorf, deshalb ist mein Bruder da drüben gelandet. Und der hat Landwirtschaft. Ja, die hatten Landwirtschaft und die Männer, die sind im Krieg geblieben und deshalb ist mein Bruder von der Schule in Nassau nach Kastorf und hat da die Landwirtschaft, soweit er es konnte, gemacht. Und hat dann die Familie mit versorgt. Aber ihr sagt, das war ja ein Zweitagesausflug, bis man was zu essen hat in Nassau. Also jetzt, bis man dann eben diese Lebensmittel hatte, die man sonst nicht so kaufen konnte oder wo das Geld auch nicht gelangt hat. Ja, dann sind wir halt mit dem ausgekommen, was halt noch da war. Ja, ja. Es ist überall gespart worden oder es war halt nichts da. Ne? Ja, aber zu Fuß gab es da nicht ein Ochsenkarre oder ein Pferd, was man vorspannen konnte? Nein, der Bruder hatte zwar drüben zwei Ochsen, aber mit denen konnte man ja nicht nach Nassau fahren. Wir sind also am nächsten Tag wieder mit dem Karren nach Nassau gefahren und waren froh, dass wir für die nächsten 14 Tage was zu essen hatten. Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, welcher Aufwand früher betrieben wurde. Aber das war halt so. Und das sind halt so Sachen, die man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen kann. Nein, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und es war halt so. Ja. War halt eine andere Zeit. Das war ja eine andere Zeit. Und dann habt ihr ja auch, wenn ich jetzt sage Ländereien, also so Wiesen im Hang gehabt. Ja. Und was habt ihr denn da gemacht mit? Also der Vater hat alles Mögliche versucht, ein bisschen Geld zu verdienen. Und deshalb hat er in seinen schiefen Bergen in Nassau, hatten wir drei oder vier Stück, und da hat er Tannen reingesetzt.
So, und da war ich natürlich auch dabei. Und im Sommer, wenn trockenes Wetter war oder lang nicht geregnet, dann sind wir mit dem Handkarren an die Lahn gefahren. Das war nicht weit von uns. Haben die Kanister gefüllt, drei, vier Stück, was halt auf den Wagen ging. Und haben die Tannen nass gehalten, damit sie nicht vertrocknen. Und genau diese Tannen, das hat zwar 2, 3 oder auch 4 Jahre gedauert, hatte Vater die vor Weihnachten, 14 Tage vor Weihnachten, abgesägt und die haben wir dann geholt und hat sie verkauft. Also quasi so der erste Weihnachtsbaumverkauf, den es damals gab. Ja, da gab es hier und da noch mehrere Leute, die das gemacht haben, Ja, aber nicht viel. klasse. Aber man muss halt gucken, welche Ressourcen habe ich, was habe ich und wie kann ich da ein bisschen was verdienen mit. Bisschen Ja. Geld reinholen, ne? Das ist ja schon deine Jugend und dann bist du ja auch älter geworden und dann ging es ja so langsam los mit dem Arbeitsleben. Ja, also ich war Volksschüler und habe mich früh genug beworben nach Stellen. Ich wollte eigentlich immer Verkäufer lernen. Aber die Zeit damals war auch schwierig, überhaupt eine Lehrstelle zu finden. Kann man sich also auch nicht vorstellen, ne? Eigentlich nicht. Ja. Es gab in Nassau das Lebensmittelhändler Hart, hieß der damals. Und dann gab es das Kaufhaus Knoth in Nassau, wo ich mich beworben habe. Aber ich musste lange warten, bis ich da eine Zusage bekam. Ich glaube, ein ganzes Jahr. Und in der Zwischenzeit gab ja noch mehrere Bäcker in Nassau, war ich bei dem Bäcker Lang. Und bin dann morgens um 4 Uhr in die Backstube und habe dann dort ausgeholfen und habe morgens Brötchen ausgefahren. Und zwar mit dem alten Fahrrad und hatte eine Kiez auf. Und damals haben die Leute ihre Brötchen bestellt, die wurden dann in eine Tüte verpackt, alles in die Kiez und ich bin dann rund gefahren und habe den Leuten die in den Sack, den die aus dem Fenster hängen hatten, an einer Kordel in den Sack gestoppt. Klasse. Und einmal ist mir was ganz Schlimmes passiert. Da bin ich die Steinstraße in Nassau runtergefahren und irgendwie habe ich mich hingelegt. Also ich bin gestürzt mit dem Fahrrad, Mit hat mir Fahrrad, allerdings Brötchen und nicht allem. wehgetan. Ne? Das war schon mal viel wert. Was habe ich gemacht? Die Kiez ist mir vom Rücken gerutscht, die Brötchen teilweise, die Steinstraße Auweia. runtergerollt, habe dann alles wieder eingesackt, weil es standen die Stückzahlen auf den Tüten und so weiter und habe gehofft, dass nicht so viel Sand dabei war nachher bei den Brötchen. Also es hat sich kein Kunde beschwert nachher. Ich habe auch dem Bäcker Lang überhaupt nichts erzählt. Es war Gut, alles in Ordnung. klasse. Aber sowas vergisst man natürlich nicht, gell? Ja. Ja, klasse. Und wie du, ja, und dann hast du irgendwann eine Anstellung gekriegt beim. Ja, und dann irgendwann kam dann, ich bin immer wieder mal in die zwei Geschäfte, habe gefragt, wie es aussieht. Und dann durfte ich mich im Kaufhaus Knoth vorstellen. Und die haben mir dann eine Lehrstelle angeboten als Verkäufer. Und da konnte ich dann, was weiß ich, 4 Wochen später oder 5 Wochen anfangen. Und wie kann man sich denn vorstellen, wie der Beruf des Verkäufers früher ausgesehen hat? Was hast du denn da alles gemacht? Ach, da habe ich eigentlich alles gemacht. Ich habe angefangen, musste mich ja erst mal eingewöhnen und lernen, was läuft wie, und habe dann angefangen, die ersten Kunden zu bedienen. Habe aber noch viel mehr gemacht. Habe das Lager verwaltet, das Kaufhaus Knoth hatte alles, was man im Haushalt gebrauchen konnte. Also auch Töpfe und. Töpfe, Spielwaren, Eisenbahnen, wir haben alles verkauft. Einmachgläser, das war damals noch sehr gefragt, Einmachgläser, weil viele Leute haben
sich selbst versorgt, ne? Ja. Weil sie auch alle oder fast alle einen Garten hatten, ne? Ja, und gemacht habe ich noch viel mehr da. Die Familie Knoth hatte auf der Au, wo heute das Sportzentrum steht, da waren war alles voll von Gärten, wo einzelne Leute ihren Garten hatten. Da habe ich den Garten gegraben, habe gesägt, habe zu Hause tapeziert, habe die Fenster dekoriert, neu bin, durfte dann nach einem Jahr oder wann auch erstmals mit auf die Messe fahren. Das wurde dann später jedes Jahr die Regel, zum Beispiel auf die Spielwarenmesse nach Nürnberg. Das war doch interessant. Ja, das war sehr interessant. Ja. Und dann waren wir 2-3 Tage in Nürnberg und haben dann gewisse Sachen eingekauft. Und Ja, aber so Gartentätigkeit und so, also du warst quasi so ein Allround-Talent und eine Allround-Ausbildung. Ja, war das auch. Ja. Und ich habe noch viel mehr gemacht. Damals ist noch mit Koks geheizt worden. Da wurde der Koks von der Firma Busch vor die Kellerfenster geschüttet. Und ich habe die dann später am selben Tag oder den Tag danach, 2-3 Tage lang, den Koks an die Heizung gefahren. Ja. Also ich habe sehr viel gelernt. Es hat mir nichts geschadet für das spätere Leben. Ja, das glaube ich. Weil ich überall reingucken durfte. Ne? Ja, ja. Viel gelernt. Und wie war denn so der Verdienst damals? Verdienst, das waren das im ersten Jahr. Ich habe heute noch meinen Ausbildungsvertrag. Aha. Im ersten Jahr 25 D-Mark, im zweiten 35, im dritten 45. D-Mark. Das war für die damaligen Verhältnisse auch schon was. Mhm. Die jungen Leute heute, die kriegen ja unter 1000, gehen die nicht nach Hause, ne? Ja, das hat sich ganz schön gewandelt, ja. Gut, damals war noch alles billiger, da hat Bier 20 Cent Pfennig gekostet oder 25. Ja, da kommen wir nämlich jetzt langsam hin. Ja. So, also Ausbildung und Lehrzeit und dann fängt das ja auch an, dass man so sich mit Kumpels trifft. Ja, da habe ich gehört, da habt ihr was gegründet. Ja, dann war ich ja inzwischen, 17, 18 Jahre. Und da haben wir mit mehreren Freunden einen Kegelclub gegründet und haben dann jahrelang zusammen gekegelt. Mhm. Das gibt es in Nassau, ich glaube, gibt gar keine mehr, aber damals gab es 2-3 Kegelbahnen in Nassau. Und wir haben uns dermaßen zusammengeschweißt, dass wir viel zusammen unternommen haben. Mhm. Wir waren auf den Kirmesen rund um Nassau. Rund um Nassau heißt, seid ihr mit dem Auto gefahren, mit dem Fahrrad? Nein, mit dem Auto. Da war einer dabei, der hatte wohl ein Auto, aber wir haben diese Kirmese immer zu Fuß besucht. Und wie weit, also wo seid ihr dann dahin zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Dausenau, Dienetal, Sulzbach. Und sind auch oft in Nassau, da gab es ja mehrere alten Kneipen, haben wir besucht. Und wie weit seid ihr dann gelaufen? Also wie weit ist das denn nach Dienetal von Nassau? Ja, Dienetal war nicht so weit, das ist ja am nächsten noch, da sind wir in einer knappen halben Stunde, oder Sulzbach, bisschen länger, und Dausenau, dreiviertel Stunde vielleicht. Ja, aber wenn ihr hattet vor, da hinzugehen und da war so richtiges Sauwetter und dann? Ja, da sind wir durch. Wenn es ganz schlimm war, hat uns auch jemand geholt oder der eine, der ein Auto hat uns zweimal geholt, weil wir immer mehrere waren. Aber meistens sind wir wieder zu Fuß nach Hause gegangen. Ja, der Heimweg wahrscheinlich manchmal ein bisschen länger gedauert. Ja, der hat schon länger gedauert. Wir hatten ja alle ein bisschen was getrunken und das hat schon dann eine halbe Stunde länger gedauert. Und wie lange hat man früher gefeiert? Bis zum bitteren Ende haben wir gefeiert. Genau so ist richtig. Ja. Jawohl, deswegen bist du auch jetzt noch so fit, weil du immer gut gefeiert hast. Ja. Wir waren meistens die Letzten. Ja, das war mit Kegelclub und Freunden. Und wenn man so unterwegs ist, und da kommen ja auch die ersten Mädchen ins Spiel. Ja, klar, das ist gar nicht ausgeblieben. Wir haben überall
nette Mädchen kennengelernt und das waren zwar sehr oft lockere Beziehungen. Man hat sich vielleicht mal getroffen und ist mal mit der einen oder anderen spazieren gegangen. Aber es hat Festes war das damals noch nicht. Und wie war das denn, als du deine feste Beziehung kennengelernt Ja, hast? das war schon eine interessante Sache. Bruder von mir, Schwester von Edeltut, haben auch geheiratet und haben Nachwuchs bekommen. Und das sollten wir beide, obwohl wir uns beide gar nicht gekannt haben, Pate werden. Und auf diese Tauffeier haben wir uns näher kennengelernt. Und da hat's gefunkt. Da hat es gefunkt, muss es gefunkt haben, sonst wären wir nicht so lange zusammen. Ja, und dann habt ihr auch schon bald danach geheiratet? Oder wie lange habt ihr es Ja, ausgehalten? das hat wohl noch nach 2 Jahren haben uns erst verlobt, dann, Wie das früher so war, ja, ja? und Ja. dann, ich war 25, meine Frau oder meine Freundin damals, war damals noch keine 21, also noch nicht Ja, volljährig. damals war man ja erst mit 21 Ja, volljährig. und sie Ja. musste von ihrer älteren Schwester eine Vollmacht haben, dass sie mich heiraten durfte. Wow, Wahnsinn. Echt? Was, also kann man sich auch heute nicht mehr vorstellen, dass es überhaupt Nein, sowas nein, nein, gab. nein, Gell? nein, nein. Ja, also Tante Edeltrud, jetzt hast du hier auch Platz genommen. Jetzt darf ich dich aber auch nochmal fragen, wenn du es uns verrätst, wie alt bist du denn? Ich bin 80 geworden. 3 Tage vor Weihnachten, 4 Tage vor Weihnachten. 80 und 85, also Hut ab. Ne? Und ja, und so lange verheiratet, ne, dass ihr jetzt dieses Jahr Unsere 60. diamantene Hochzeit feiern. Ja, Wahnsinn. Und als ihr dann geheiratet habt, also das finde ich total interessant mit der Unterschrift, dass sonst hättest du nicht heiraten dürfen, Ja. ne? Verrückt. Und dann habt ihr mit eurem kleinen schnuckeligen Käfer eure Hochzeitsreise gemacht. Genau. Ja, wir haben uns dann einen gebrauchten Käfer gekauft, mit dem kleinen Fenster war der noch, und haben eine Hochzeitsreise nach Gaggenau gemacht. Das liegt in Baden-Württemberg unten. Ah. Ja, und wenn ich euch jetzt so da sitzen sehe, ich meine, ich weiß ja, wie fit ihr seid und was ihr alles tut für eure Gesundheit. Jetzt sind wir zwar auf dem Gesundheitstrip, aber ich finde, das muss einfach gesagt werden. Ja, wir haben also sehr früh oder irgendwann später dann die ersten Hüttentouren gemacht. Ich glaube insgesamt so circa 20, Ja. 25. Haben viele Radtouren gemacht, wir haben viele Flüsse abgefahren, Donau, Elbe, Die Lahn bis die an die Lahn Quelle. und haben auch zwischendurch die Woche zweimal geschockt, also gelaufen. Ja, und gelaufen seid ihr bis wann? Vor 2 Jahren. Ja, ich glaube vor 2, 3 Jahren ging es dann einfach nicht mehr. Ja, aber das ist doch alle Achtung, ne? Regelmäßig joggen bis ins hohe Alter. Ja, wir gehen schon über 20 Jahre ins Fitnessstudio, auch heute noch, mit Sauna. Wir besuchen regelmäßig die Sauna und halten uns einigermaßen fit. Ja. Ja, super. Ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich für die Einblicke in euer Leben, Onkel Erich, in deine Kindheit und Jugend. Das ist einfach total interessant. Und ja, vielen Dank. Und euch noch ganz viel Gesundheit und ganz viel wunderschöne gemeinsame Erlebnisse. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.